liebe Leute, morgen wird bekannt gegeben, ob Heidelberg Teil des UNESCO-Projektes City of Literature wird. Und heute ist ja schon eine Veranstaltung, wo es vielleicht schon für die Insider vorher bekannt gegeben wird. Ich gehe jetzt mal rein, erkundige mich, was das Ganze überhaupt soll und was das für Heidelberg bedeutet, wenn wir es denn bekommen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir es und dann wird gefeiert. Jetzt gehen wir erstmal rein und gucken, was da so los ist. Ich habe mir die Bewerbung anschauen können. Ich war beeindruckt. Wir führen ja Diskussionen über das Potenzial Heidelbergs als Literaturstadt schon viele, viele Jahre. Und ich finde, es ist wirklich ein großartiges Verdienst des Bewerbungskomitees, das so komprimiert, konzentriert, ansprechend zusammengestellt zu haben. Also es hat mir großen Spaß gemacht, das zu lesen. Und ich bin mir sicher, Paris lässt sich überzeugen. Hier geht's ab. Mitten im Leben. Was wird sich denn in Heidelberg verändern? Sollten wir es denn schaffen? Das hat ja der Kulturbürgermeister eben so ein bisschen gesagt. Ich glaube, die Stadt hofft auf den Bau des Literaturhauses, was sicherlich durch so eine Ernennung beflügelt werden könnte. Wahrscheinlich fließt auch einfach ein bisschen mehr Geld in literarische und kulturelle Projekte. Ich glaube, dass das sehr hilft, um sich um Fördermittel zu bewerben. Insofern glaube ich einfach, dass in Heidelberg künftig literarisch und auch mit anderen kulturellen Disziplinen noch mehr los sein würde. Also zunächst mal ist Heidelberg eine Literaturstadt und wird es bleiben. Sie bekommt auf der Grundlage dieser Auszeichnung von der UNESCO, wenn sie denn Realität werden würde, andere Möglichkeiten, sich international und bundesweit zu vernetzen. Auch eine andere Zielrichtung, sich in das internationale Netzwerk der UNESCO Creative Cities einzubringen, gezielt mit eigenen Projekten, die hier entstehen. Und gemeinsam Strategien, Pläne, Ideen, Projekte, Veranstaltungen zu entwickeln. Deswegen. Und wie soll dieser Austausch stattfinden? Ist das dann so über Treffen, über Internet? Schreibt man sich ein bisschen bei WhatsApp? Nee. Also was ist da so gedacht an Kommunikation? Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich Treffen, es gibt Konferenzen, es gibt aber auch ganz konkrete Projektideen, wie man zusammenarbeiten kann. Okay, ich habe noch eine letzte Frage, weil es hier, glaube ich, weitergeht. Was ist die Lieblingsthese von den 10 Thesen, die in der Bewerbung drin standen? Was ich viel wichtiger finde, die 10 Things to Do sich mal anzuschauen. Und die besprechen wir mal nach der Veranstaltung. Auf jeden Fall, dann freue ich mich drauf. Dankeschön. Ich finde es hier toll, die Leute sind cool. Ich suche mir jetzt noch Tony L., der steht da. Für mich wäre das jetzt noch ein Highlight des Abends, wenn ich mit dem sprechen dürfte als alte Heidelberger Hip-Hop-Legende, weil ich ja persönlich auch sehr gerne Hip-Hop höre. Lass ich mal losgehen. Ich denke, Rap ist mittlerweile sehr viel in der Literatur zu finden, also in vielen Büchern. Es gibt Sachbücher, es gibt Schulbücher, es gibt Bilderbücher, alles Mögliche. Wenn du da ein bisschen recherchierst, siehst du, dass das Rap mit Literatur sehr viel zu tun hat. Und die Ansammlung an Texten ist ja unglaublich mittlerweile. Und ich denke auch, dass in 100-200 Jahren werden Leute merken, dass die Philosophen der heutigen Zeit, also dass die Rapper die Philosophen von morgen sind sozusagen. So, die Lichter gehen hier bald aus. Ich bin jetzt so, sagen wir mal, positiv verwirrt über das, was ich gesehen habe. Es gab vieles Lustiges, vieles Schräges und ich denke, die Menschen hier haben einen kleinen Einblick davon bekommen, was Literatur alles beinhaltet, von Tanz über Jazz, über Hip-Hop, über Geschichten und Gedichte. Und ich bin richtig gespannt, ob Heidelberg wirklich, also mittlerweile weiß ich ja jetzt, was das für Heidelberg bedeutet und ich glaube, es würde Heidelberg richtig gut tun und er würde, da die Geister ja schon da sind, wenn man sie jetzt vernetzt und vereint, würde das hier eine richtig geile Sache werden. Also ich verabschiede mich, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen von der ganzen Sache und wenn wir es morgen schaffen, dann würde ich sagen, feiern wir alle zusammen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.